Lego 15 und Erwachsene. Heute zu unserem, ich glaube, 21. Videotraining. Es hat ja hoffentlich bald ein Ende. Wir haben vielleicht noch 3 Wochen und dann dürfen wir hoffentlich wieder richtig loslegen, je nachdem wie unsere Zahlen sind. Oskar und ich begrüßen euch zu unserem Training. Heute gibt es ein spezielles Krafttraining und zwar wir machen ein Bingo-Krafttraining. Dazu müsst ihr euch ein bisschen etwas basteln und das geht nach Regeln. Ich zeige es euch mal. Ihr müsst euch so eine Bingo-Karte basteln. Die sieht so aus. In jeder Reihe stehen 5 Zahlen zwischen 1 und 90. Müssen die Zahlen sein. Und die Zahlen müssen in jeder Reihe mindestens 150 ergeben. Ihr dürft keine Zahl doppelt verwenden. Ja? Also jede Zahl eben nur einzeln. Und ihr könnt die ganz durcheinander. Also oben kann eine 90 stehen und unten kann auch eine 7 stehen. Also ganz willkürlich eure Zahlen verteilen auf dem Zettel. Mindestens 150 in eine Reihe. Ja, am besten zählt ihr gar nicht nach, sondern schreibt einfach Zahlen auf zwischen 1 und 90 und 5 Stück. Ja? Wenn ihr das gebastelt habt, dann legen wir los. Also am besten kurz auf Pause drücken und dann bastelt euch so einen Zettel, so einen Bingo-Zettel. Noch einmal 5 Zahlen jede Reihe. Ihr schreibt Zahlen zwischen 1 und 90 ganz willkürlich rein. Das heißt, oben kann eine 90, Mitte kann eine 1 stehen, unten kann eine 50 stehen. Ganz durcheinander. Ja, aber jede Reihe muss mindestens 150 ergeben. Okay? Nicht nachzählen, einfach kurz draufschreiben. Macht eure hohe Zahlen, ja, denn es kommt ja darauf an, dass wir gleich ziehen. So, bastelt euch das kurz, drückt kurz Pause und dann bastelt es schnell. So, hallo wieder. Ich hoffe, ihr seid fertig. Ihr braucht natürlich nachher wieder eure Puppe für unsere Judo-Technik. Heute steht so ein bisschen der Coach Magikomi im Vordergrund. Wir wiederholen aber nochmal einen tiefen Zehennagel. Und da machen wir ein bisschen mehr Coach Magikomi dazu. Ihr braucht dazu eure Fallhilfe, das heißt eure Matratze oder eure Matte oder sowas, was ihr habt. Und dann legen wir los jetzt. Also, ich sage euch, wie es geht. Es gibt 90 Zahlen, ich ziehe 45. Ja? Der Oscar wird jetzt unsere Bingo-Fee laut verkünden, was ich gezogen habe. Oh. Und wenn ihr es getroffen habt, streicht ihr das aus. Ja? Macht einfach einen Strich drauf und streicht es aus. Und dann zeige ich euch nachher, worum es geht. Ja? Also jetzt als erstes Zettel nehmen und gut zuhören, was der Oscar sagt. Der sagt es laut und deutlich. Wir nehmen 45. Ja? Oh, 45 Kugeln tun wir ziehen. Oskar sagt es immer laut. Bist du bereit, Oskar? Ah, du machst nicht. Willst du eine Kerze machen? Ah, genau. Oskar macht ja auch mit, genau. Dass es kein Doppel hat. Gut drauf. Und ab geht's. Sind schon welche raus hier? 90. Eine 90. Eine 71. Oh, gell, die hohen Zahlen am Anfang. Eine 30. 30. Eine 86. Eine 59. Eine 61. Eine 20. Eine 75. Eine 40. Eine 18. Eine 9. Vier. Eine 6. Eine 80. Eine 24. Aber ganz schön viel. Eine 36. Eine 28. Eine 70. Eine 73. Eine 50. Eine 37. Eine 76. Eine 47. Das ist 76 und 47. Und weiter geht's.
Eine 81. Eine 51. Eine 29. Eine 44. Und eine 68. Eine 8. Eine 72. Eine 83. Eine 16. Eine 89. Oh, eine 88. Oh, habt ihr Glück, die hohen Zahlen sind schon weg hier. Zähl mal, wie viel wir haben. Oh. Wie viele Dinge? Also, sehr schön. Sechsunddreißig haben wir, also wir ziehen noch 9 Zahlen. 33. Eine 57. Eine 48. Eine 77. Eine 15. Eine 85. Ach du, warum? Eine 13. Und die letzten zwei. Oh, das ist abgebrochen. Eine 64. Eine 78. Das ist die letzte Zahl, die 78. Oh, habt ihr aber Glück hier. So, wir haben 45 Zahlen gezogen. Jetzt habt ihr die angekreuzt. Ich komme ein bisschen näher ran. So, wenn ihr die jetzt angekreuzt habt, habt ihr oben freie Zahlen. Die addiert ihr. Die erste Reihe sind Liegestütze. Die zweite Reihe sind Sit-Ups. Die dritte Reihe sind Hockstrecksprünge. Also wenn jetzt hier oben zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, die 26 weg wäre, die habe ich gezogen, müsste 7 plus 10 plus 49 plus 63 Liegestütze machen. Okay, dann geht ihr zum nächsten, wenn ihr da zwei Stück habt, die 16 und 72, dann müsst ihr 31 plus 47 plus 51 Sit-Ups machen. Okay, so rechnet ihr es aus und jetzt macht ihr eure Übungen. Oskar macht auch seine Übungen. Ihr drückt auf Stopp, macht die durch und wenn ihr fertig seid, drückt ihr wieder auf Go und dann kommen wir zur Fallschule und zur Judo-Technik. Okay, viel Spaß dabei. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Kämpft ein bisschen, manche haben da ziemlich viel erfahrungsgemäß im Training. Müsst euch einmal ein bisschen Zeit lassen. Und los geht's! So, ich hoffe, ihr seid wieder da und seid nicht allzu sehr ausgepowert. Ich habe mir gerade überlegt, das als kontinuierliches Training zu machen, die nächsten zwei Wochen, mal so ein Kraftbingo einfließen zu lassen. Mal gucken, vielleicht machen wir das ja. Wir kommen zum Fallen. Wir machen heute ein bisschen Fallen wieder mit Turnen dazu. Das heißt, Oskar fängt an, rückwärts fallen, mit rückwärts überrollen. Und einmal die rechte, einmal die linke Schulter. Wenn ihr Platz habt, bitte das machen. Das müsst aber eigentlich so eine Matratze muss reichen, dann muss es passen. Und los geht's. Eine Minute machen wir das. Genau, schön den Kopf auf die Seite. So, dass ihr geschmeidig werdet. Okay, wir verkürzen es ein bisschen und stopp. Gut. So, dann machen wir Judo-Rolle vorwärts. Rechts und links mit einer ganzen Drehung und dann gleich rückwärts fallen. Ich sage es einmal vor, Judo-Rolle vorwärts.
Eine stehen bleiben und rückwärts fallen. Genau. Also Judo-Rolle vorwärts. Ihr werdet geworfen, steht auf, werdet gleich wieder geschubst, bumm und knallt rückwärts hin. Und los geht's. Mal ein bisschen kürzer, 30 Sekunden. Schön Körperspannung, wenn ihr rückwärts gefallen seid. Rechtes Bein nach vorne, Oskar. Das falsche Bein vorne haben. Ja. Okay, dann gleich rechts, links, seitwärts. Seid ihr wechseln immer auf in 1/2 Minute. Das müsste dann reichen. Und stopp. Sehr gut. So, wenn ihr solltet das Ding da liegen lassen, haben wir wieder tiefe Seonar gemacht und nachher Coach Maggie Kommi, deshalb lasst eure Fallhilfe liegen. Funktioniert dann ein bisschen besser. Wenn ihr es jetzt in Puppe macht, wir machen das Ding jetzt weg. Ja, wir haben ja hier gute Matten, aber ihr sollt eure Fallhilfe liegen lassen. Das ist ganz geschickt. Und wir starten wieder zu Beginn. Einmal mit Morotte und einmal mit Ipponzionage. Immer abwechseln. Und wir werfen nichts und wir gehen runter auf die Knie. Schaut, dass eure Knie bitte in die richtige Richtung zeigen. Und dann steht ihr auf mit der Puppe und dann werft ihr sanft nach vorne. Genau so. Das Ganze 1 Minute. Immer die Seite abwechseln, rechts und links, Ippon und Morotte Seonage. Genau. Braucht ihr nicht so richtig hinhauen. Achtet darauf, dass eure Knie in die richtige Richtung zeigen. Könnt ihr gerne ein bisschen schräg sitzen mit dem Popo, ja, haben wir schon mal gemacht. Dann könnt ihr euch mit dem richtigen Bein hochdrücken. Letztes Mal noch. So, das ist Ding, was ihr macht oder was ihr angegriffen habt. Und der Partner weiß es jetzt über dem Kämpfen und reagiert schon ein bisschen. Das heißt, was wir jetzt erstmal machen, ist wieder ein Ko-Uchigari. Das machen wir jetzt aber hauptsächlich oder machen wir jetzt nur noch auf der Seite, wo er den Ipponzionar gemacht, nicht den Morotte. Da wird es ein bisschen schwierig, mit der Puppe das zu machen. Deshalb machen wir das hauptsächlich auf die Seite, wo ihr Ipponzionar gemacht. Erstmal nur Ko-Uchigari. Das heißt, ihr reißt jetzt nur mal die Puppe an. Und dann hängt die leicht nach hinten, ihr spürt, dass sie nach hinten hängt. Ich muss andersrum stehen, so ich kann sie nach der Seite. Genau, also muss ich so ein Ding hin. So, Benna, so seid ihr schräg, auch ganz gut. So, Oskar reißt jetzt die Puppe an, merkt, die hängt nach hinten, der steht auch schon zeitlich da. Wir müssen die Puppe noch andersrum hinstellen. So, und dann geht er rein und wirft mal ein Ko-Uchigari. Ja, richtig, so nachfegen, Oskar. Die Spine abstellen, so richtig so. Nachfegen. Ja. Ganz Bein abstellen, so mit der Fußsohle. Unten dagegen. Ja, über die Ponzionage. Echt, aber nicht hier. Am runter. So, jetzt, genau, jetzt hängt es nach. Jetzt wird es besser.
Genau, jetzt wird es besser. Oh, Scheiße. Und jetzt, zack, genau. So, jetzt lassen wir den Minute laufen. Piep gleich wieder dreimal. Das ist der Countdown, den wir am Anfang haben, bevor es losgeht. Aber ruhig weitermachen. Jawohl. Und schon wieder Fußsohle dagegen. Jawohl. Letzten 30 Sekunden noch. Ja, dann ist Muschi Muschi. Machen, ändert sich zudem so ein bisschen, je nachdem, wie ihr es gemacht habt, was von Eingang genutzt habt. Was wir jetzt machen, sieht folgendermaßen aus. Ihr reißt den hier an, geht gleichzeitig mit dem einen Bein zurück. Hops. Ja, ihr macht also einen Pulling-Out-Anriss und täuscht somit den Ipponzionage vor. Jetzt hängt er wieder dagegen. Ja, und dann geht ihr rein und werft den mit Coach Magikomi. Der kommt auch mit dem Bein leicht nach vorne durch euren Anriss, den ihr habt. Hier. Hopp, der kommt hier leicht nach vorne, steht mit den Beinen vorne dran, Schulter ganz eng und dann rutscht ihr unten rein, ihr sichelt da nicht mit, sondern macht einfach nur euer Bein lang und fallen hier auf den Partner drauf, schön Druck drauf geben auf die Brust, Kopf nach vorne, nicht Kopf nach oben, sonst fallt ihr auf den Rücken, Kopf nach vorne und so auf den Partner landen. Ja? Das Bein schön lang dahinter. Okay? Also richtiger Anriss. Oskar reißt, aber im Arm hat, geht einen Schritt zurück. Genau, Puppe kommt nach vorne mit dem Bein. Und jetzt taucht er unten ein. Macht den lang, genauso. Sehr gut. Ruhig ein paar probieren, bevor wir die Zeit machen. Heftiger Anriss, Schritt nach hinten. Und dann rein, Coach Magikomi. Genau. Ich sage, ihr braucht dazu eine Fallhilfe, wenn ihr das auf einem harten Fliesen oder Parkett oder Laminatboden macht, ist das nicht richtig spaßig. Deshalb legt ihr eine Fallhilfe drunter rein. Eine dicke Decke reicht an, eure Schlafdecke reicht eigentlich dafür, dass ihr diese Technik machen könnt daheim. Ja. So, dann stellen wir die Zeit ein. Oskar kann ruhig loslegen. Piepst du dreimal. Partner kommt nach vorne. Kabum. Ruhig ein bisschen tief gehen. Müsst ihr mal dran denken, euer Partner hat jetzt einen Schritt. Bei der Puppe ist es nicht so. Ja, da könnt ihr auch das relativ aufrecht machen. Aber Partner einen Schritt, wo ihr da unten reintauchen müsst. Deshalb, wenn ihr den Schritt macht, ruhig auch ein bisschen tief unten sein. Dass ihr hier tief schön zwischen seine Beine kommt und dann die Stolperstange da reinstellt. Oh, sehr gut. Gut, stopp. So, das war's dann eigentlich schon heute mit der Jubeltechnik. Wir würden nochmal das Bodending würden wir nochmal machen, eine Minute lang. Und dann wären wir für heute durch. So, genau, packt den Gürtel.
eure Beine unten rein und geht mit beiden Händen ans Revers. Dann kippt ihr ihn an, einen Arm unten durch, ganz um den Kopf rum, nicht ins Revers fassen mit der rechten Hand los, sondern ganz rum, kippst ihn runter und hältst ihn fest. Genau. Bleibt ruhig auf den Bauch liegen. Genau, so ist gut. Okay. Und los geht's. Auch diese Übung wieder eine Minute. Läuft dann schon, anreißen, Beine rein, zack, unten durch, ganz durchrollen, Arm ganz durchstecken um den Kopf rum, genauso, aufpassen, dass die Puppe nicht oder den Partner nicht wieder auf den Bauch dreht, ja, sagt den Arm schön durch und mit euren Beinen ein bisschen mithelfen, dann haltet ihr den auch auf den Bauch. Unten durch, durchrollen und festhalten. Stopp. So, das war's dann schon für heute. Es war ein kurzes Programm, auch ein kurzes Technikprogramm. Nächste Woche machen wir es ein bisschen komplexer. So wie es aussieht, dürfen wir hoffentlich, wenn die Zahlen nicht mehr ansteigen, was jetzt rauskam, dürfen wir vielleicht nach den Osterferien wieder richtig trainieren. Also hier dann schon richtig mit Partnern und so. Lest bitte unsere Homepage, da gibt es neue Richtlinien, wie wir dann die Woche drauf dann jetzt immer wieder trainieren, was wir machen und so weiter und so fort. Bitte immer die Homepage lesen, bevor ihr ins Training kommt, ob überhaupt Training stattfinden darf und so weiter und so fort. Ansonsten kommt jetzt die Kombination dann irgendwann Morotte, Ipon und dann Coaching Magic Commis. So eine Dreierkombination machen wir dann. Das wird das Thema für unsere nächsten zwei Videos sein, bis zu den Osterferien hin. Ich bedanke mich wieder, wie immer, beim Oskar. Hat er ganz toll gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß noch. Tschüss, ciao, bye, bye. Bis nächste Woche.